Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren produktiven Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder, also nicht mal wieder, sondern heute das erste Mal No Man's Sky. Und es wird kein Let's Play, sondern es wird tatsächlich ein Glitch oder ein Bug oder je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Ich persönlich verwende diesen Glitch oder Bug sehr, sehr oft und auch hat eigentlich die ganze Zeit, weil jeder, der No Man's Sky schon mal gespielt hat, weiß, dass es total aufwendig ist, die ganzen Materialien so zu sammeln, und deshalb habe ich einfach die schnelle Variante davon gefunden. Und die meisten werden ihn schon kennen und werden sich denken, ja, den kenne ich schon. Ihr könnt ja trotzdem ein Like da lassen, damit ihr mir, dann würdet ihr mir extrem helfen. Und dann kommen wir jetzt mal nach dem ganzen Gelaber schnell oder endlich mal zum Glitch. Gut, für diesen Glitch braucht ihr eigentlich nur den Stoff oder halt den Gegenstandstoff oder halt und so weiter, was ihr klonen wollt. Also es ist ein Klon-Glitch, damit könnt ihr unendlich in der kurzen Zeit auch glitchen, und ja. Dann zeige ich euch das ja. Also ihr braucht eigentlich die Raffinerie und nur den Glitch. Wie ihr hier schon seht, ich habe schon jede Menge damit gemacht. Hier zum Beispiel die Wasserstoff, Kohlenstoff, Ferrit. In meinem Raumschiff habe ich noch etlich Ferrit. Munition könnt ihr damit glitchen, alles. Sogar diese Piraten und Piratentransponder, und ja. Mein Tipp wäre aber, das hier zu glitchen. Verdichtete Indiumreste. Weil wie ihr seht, sie bringen ein so ein Ding, bringt einfach mal 3,1 Mille. Und jetzt so ein ganzes Slot hier 50, bringt einfach mal 155 Millionen. Und wie ihr hier oben in der Ecke links oben schon seht, habe ich, keine Ahnung, 1,9 Milliarden. Und das Gute ist, Nanit könnt ihr damit auch klonen. Das zeige ich euch natürlich noch. Für Nanit braucht ihr aber hier geborgene Daten. Und dann kommen wir jetzt mal zum Glitch. Also ich mache das jetzt mit den geborgenen Daten, damit ich auch gleich zu Nanit komme, dass ihr seht, dass man es nicht nur so machen kann. Ihr könnt natürlich hier alles mögliche kann man. Ihr könnt auch selber Raffinerien verdoppeln, also klonen. Und ja, ich mache das dann jetzt erst einmal mit den geborgenen Daten. Ihr seht, die bringen nämlich gleich Nanithaufen. Gut. Dann macht ihr jetzt erst einmal das. Und jetzt wird dann einfach nur geklont. Wichtig ist dabei, dass ihr immer die eine Raffinerie in die andere perfekt einsetzt, wie jetzt hier. Dann könnt ihr einfach halten und durchdingen. Braucht eigentlich nur so 2-3 Minuten Übung, dann habt ihr es schon raus. Und jetzt könnt ihr, ihr müsst jetzt hier oben rechts bei mir in die Ecke gucken oder am Rand. Da wird halt immer angezeigt, wenn man Materialien dazu bekommt. Das mache ich. Guck, da sieht man schon Kohlenstoff und hier 150, 120, 130, 180. Und jetzt könnt ihr hier sehen, bei meinem Ex-Anzug, der ist natürlich schon voll. Deswegen übertrage ich alles einmal fix ins Raumschiff. Und ja, dann seht ihr jetzt hier schon, wie viele geborgene Daten. Am Anfang hatte ich nur eins. Und ja, jetzt habe ich hier schon sehr viele. Und das Wichtige ist, ich mache jetzt hier mal nochmal ein paar. Dann seht ihr noch mal ein bisschen, wie das geht. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Klon-Ding. Nani zeige ich euch auch noch, aber dafür braucht man ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr geborgene Daten braucht man dafür. Also. Ihr macht einfach für Nani hier einmal Kohlenstoff rein. Und die geborgenen Daten. Und dann lasst ihr es ganz normal so durchlaufen. Wichtig jetzt ist, dass ihr alles Nanit komplett voll macht und nicht nur wie ich jetzt hier bis 450, sondern das geht halt bis 4095 oder vielleicht noch mehr. Auf jeden Fall macht ihr das denn, und dann habt ihr halt hier statt wie bei mir 450 habt ihr dann 4095. Gut, ich mache jetzt hier einmal Verarbeitung stoppen. Das hier einmal fix schnell übertragen. Blablabla. Bla bla. So, wichtig ist jetzt, dass ihr das hier nicht rausnehmt.
und auch diese Station nicht abbaut. Ihr merkt euch jetzt bitte einmal ganz genau, wie viele Raffinerien ihr im Inventar habt und platziert denn, merkt euch, wie viele Raffinerien ihr hier rauf platziert. Und bei mir waren es jetzt 5 Stück habe ich rauf platziert. 4, 5. Gut, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und da seht ihr, von 400 sind jetzt 1500 geworden. Und so kriegt man einfach übelst schnell Nanit, falls man das immer braucht, für Reaktoren von Schiffen, Upgrades und halt alles Mögliche. Und jetzt seht ihr oben schon, habe ich mehr Nanit. Ist halt extrem effektiv, dieser Glitch. Kann man auch machen. Ich habe das jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Damit kann man auch nicht entdeckt werden oder so. Jo, probiert's aus. Kommt beim nächsten Mal wieder. Liken, abonnieren nicht vergessen. Und ja, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein.